Ich möchte Sie herausfordern, so viel wie möglich über die Heilung Ihrer Emotionen zu lernen. Oft denken wir gar nicht daran, dass unsere Gefühle Heilung brauchen. Es ist auch nicht unbedingt einfach. Anfangs mag es sich nicht sonderlich gut anfühlen, aber es ist die Stabilität wert, die dadurch kommt. Gott verlangt nie etwas von dir, das dir nicht am Ende zugute kommt. Bitte versteht das. Als Gott mich aufforderte, meine Eltern nach St. Louis zu holen und sie zu pflegen, obwohl sie mich mein ganzes Leben lang verletzt und enttäuscht hatten, war das nicht in erster Linie ihnen zuliebe, es war mir zuliebe. Was auch immer Gott dir momentan auferlegt hat, tu es. Auch wenn es schwer ist, weil du dadurch investierst. Und wenn du investierst, wirst du einen Lohn bekommen. In diesem Saal sind viele Menschen, die durch ihren Gehorsam gegenüber Gott jahrelang investiert haben. Und ich möchte euch sagen, dass ein Lohn auf euch wartet. Der Zahltag kommt. Gott möchte, dass wir heil sind. Er möchte uns eine Belohnung im Leben geben, aber dafür müssen wir auch tun, was er sagt. Wir müssen aufhören, uns herauszureden. Er hat mich gesandt, auszurufen, den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden. Jesaja 61, Verse 1 bis 3. Den Trauernden Zions Frieden. Zion ist hier ein Bild für die Kirche und in der Tat haben wir eine Menge Trauernder in der Kirche. Ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Schmuck und Schönheit statt Asche. Schönheit statt Asche, nicht Schönheit zusammen mit deiner Asche. Es ist ein göttlicher Austausch. Du gibst ihm, was du hast, und er gibt dir, was er hat. Du gibst deine Trauer auf und er gibt dir Freude. Du gibst deine Asche auf und er gibt dir Schönheit. Kommt schon, zieht das Gewand des Lobes an, dann hebt sich der Geist der Schwere. Steht jeden Tag auf und kämpft den guten Kampf. Egal, was dir dein Kopf sagt, finde 7 Sachen, für die du dankbar sein kannst und dann danke Gott den Tag über immer wieder dafür. Das hilft. Mal angenommen, dir gefällt deine Arbeitsstelle nicht, dann danke Gott, dass du überhaupt Arbeit hast, weil es bei dir am Ort bestimmt jemanden gibt, der deinen Job gerne hätte. Vielleicht kannst du nicht alle Lebensmittel kaufen, die du gerne hättest, aber sei froh, dass du überhaupt welche kaufen kannst. Wir müssen den Feind bekämpfen. Vers 7. Weil ihre Schande doppelt war und sie Schmach besaßen als ihr Erbteil, darum werden sie in ihrem Land, nicht erst wenn sie in den Himmel kommen, darum werden sie in ihrem Land das Doppelte besitzen. Ewige Freude wird ihnen zuteil, denn ich, der Herr, liebe das Recht. Gott bringt das wieder in Ordnung, was falsch gelaufen ist. Er ist der Gott der Gerechtigkeit. Doch wer nicht glaubt, was Gott sagt, bekommt auch nichts von ihm. Ich habe gesagt, dass ihr nichts von Gott bekommt, wenn ihr nicht glaubt, was er sagt. Das fällt euch nicht einfach in den Schoß. Ihr müsst es glauben, so sehr, dass ihr tut, was von euch gefordert wird. Und niemand kann mir weismachen, dass Gott euer Leben nicht in Ordnung bringt, wenn ihr tut, was er sagt. Bei einigen mag das länger dauern als bei anderen. Wir können das nicht immer nachvollziehen,
Aber Gott ist treu. Gleich geht's mit unserem Thema weiter. Aber ich will mir kurz etwas Zeit nehmen, um über einige wirklich wichtige Dinge zu sprechen. Erstens. Wer emotional heil wird, wem es emotional gut geht, der gewinnt an Zuversicht. Zuversicht ist absolut grundlegend. Ohne Zuversicht erreichen wir überhaupt nichts. Davon bin ich überzeugt, egal was für Begabungen Sie haben, egal wie viele Chancen sich Ihnen bieten, solange Sie nicht genug Zuversicht haben, setzen Sie Ihre Gaben nicht ein. Und haben Sie es gemerkt? Ich habe nicht gesagt, sich zuversichtlich fühlen. Zuversicht ist ein Wesenszug, nicht unbedingt ein Gefühl. Ich bin mir meiner Sache auch nicht immer so sicher, wenn ich diese Fernsehaufnahmen mache. Doch wenn ich die Sache mutig anpacke und meine Gaben aktiviere, dann ziehen meine Gefühle nach. Weil das so wichtig ist, möchte ich gerne ein paar Bibelstellen zum Thema Zuversicht mit Ihnen teilen. Beginnen wir mit Epheser 1, Vers 3. Da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Lassen Sie das nochmal sagen. Wir sind mit jeder nur erdenklichen Segnung gesegnet, die wir gerne hätten. Da ist es doch logisch, dass Gott nichts von uns fordert, ohne uns die nötige Segnung der Zuversicht zu geben. Wir können unter anderem deshalb so zuversichtlich sein, weil die Bibel uns immer und immer wieder vermittelt, dass Gott uns liebt. Wir müssen unbedingt wissen, dass Gott sie liebt. Weiter steht da, er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt. Gott hat sie erwählt. In Christus hat er sie vor der Erschaffung der Welt für sich selbst bestimmt, damit sie heilig und untadelig leben vor Gott. Stellen Sie sich das vor, Gott liebt sie. Er hat sie erwählt. Er hat sich entschieden, sie als untadelig zu sehen. Wenn Sie eine Beziehung mit Jesus haben möchten und ihn in Ihr Leben gebeten haben, wenn Sie sich mit seinem Wort beschäftigen und das Gelernte regelmäßig in die Tat umsetzen, um in Ihrem Leben mit Gott voranzukommen, dann sind Sie für ihn bereits am Ziel angekommen. Aus Liebe heraus macht er uns keine Vorwürfe. Das heißt, Gott will uns kein schlechtes Gewissen einreden oder uns an unsere Vergangenheit erinnern. In ihm, nicht in unseren Gefühlen, nicht in dem, was die Welt über uns sagt, sondern in ihm liegt Erlösung, Befreiung und Errettung durch sein Blut. Unsere Sünden sind erlassen, unsere Vergehen sind vergeben, all unsere Mängel verschwinden, weil er uns liebt. Die Bibel sagt, so fern der Osten vom Westen liegt, so weit entfernt Gott die Schuld von uns. Das sollte einem doch Zuversicht geben, meinen Sie nicht auch? Kolosser 2, Vers 10 ist eine Bibelstelle, die mir sehr gefällt. Viele Jahre meines Lebens hatte ich das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Ich glaube, es geht vielen so. Nach dem Motto, hätte ich nur einen Mann, dann würde es mir gut gehen. Oder hätte ich nur Kinder. Oder hätte ich nur einen besseren Job. Alles wäre in Ordnung, wenn ich nur ein besseres Auto hätte. Könnte ich doch nur in die richtigen Kreise hineinkommen. Aber Kolosser 2, Vers 10 beinhaltet eine sehr, sehr gute Nachricht. Wenn Sie Jesus als Retter angenommen haben, sind Sie in Christus und Christus in Ihnen. Und dann steht da, dass Sie dadurch erfüllt sind. Durch ihn sei auch ihr davon erfüllt und seid zur Fülle des Lebens gekommen. In Christus seid ihr mit Gott erfüllt, mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und in ihm erreicht ihr eure volle geistliche Reife. Denn er ist das Haupt aller Mächte und Gewalten. Im Grunde heißt das, dass er uns vollendet. Denken Sie mal darüber nach. Alles, was Sie sein müssen, sind Sie in ihm. Sie sagen, ich bin noch nicht verheiratet, doch in ihm haben Sie schon alles. Sie brauchen keinen Ehemann oder Ehefrau, um vollendet zu sein. Sie sagen, ich bin eine Witwe oder Witwer. Wenn ich mit meinen verheirateten Freunden und Bekannten zusammen bin, fühle ich mich fehl am Platz. Müssen Sie aber nicht, weil Sie in Christus alles haben, was Sie brauchen. Sie sagen, ich wurde als Kind schrecklich missbraucht und meine Eltern wollten mich überhaupt nicht. Sie gaben mich weg.
ich habe überhaupt kein Selbstwertgefühl, mir fehlt es an Zuversicht. Das muss aber nicht so sein, wenn Sie erkennen, dass Sie in ihm vollständig sind. Oh, ich hoffe, dass irgendjemand, der mir heute zuhört, das wirklich begreift. In Jesus sind Sie vervollständigt. Neigen Sie dazu, sich mit anderen zu vergleichen? Müssen Sie nicht. In Galater 3, Vers 28 steht, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Ich liebe diesen Vers, ich liebe ihn. Ich stehe weder über noch unter anderen Menschen. Sie auch nicht. Wir müssen uns nicht miteinander vergleichen, weil unser einziger Wert daran liegt, wer wir in Christus sind. Und wissen Sie, da wir Gott so wichtig sind, dass er einen derart hohen Preis für unsere Erlösung gezahlt hat, sind wir so viel wertvoller für Gott, als wir uns vorstellen können und als wir uns selbst an Wert zuschreiben. Als letzte Bibelstelle möchte ich noch Philipper 3, Vers 3 mit Ihnen teilen. Und Sie fragen, worin Ihre Zuversicht verankert ist? In Ihrem Aussehen, wen Sie kennen, Ihrem Bildungsgrad, Ihrer Nachbarschaft, Ihrem Auto, Ihrem sozialen Umfeld, Ihrer Körpergröße? In Philipper 3, Vers 3 steht, denn die Beschnittenen sind wir, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen. Und jetzt sehen Sie her, und nicht auf irdische Vorzüge vertrauen. Auf äußerliche Privilegien und physische Vorteile oder unser Erscheinungsbild. Unsere Zuversicht ist nicht darin verankert, wie wir aussehen, wen wir kennen oder wie viel Bildung wir haben. Unsere Zuversicht liegt in Christus. Und wenn unsere Zuversicht in ihm liegt, dann können wir immer und überall zuversichtlich sein. Selbst wenn ich mir einer Sache nicht sicher bin, kann ich sagen, ich bin immer noch in Christus und deswegen kann ich zuversichtlich sein und diese Sache anpacken. Und ich glaube, dass meine Gefühle nachziehen. Aber zurück zum Vortrag. Vergessen Sie nur nicht, dass Gott Sie liebt und Ihre Zuversicht immer darin verankert sein sollte, wer Sie in ihm sind. Emotional kranke Menschen sind in ihrer Seele verletzt worden und wurden nie richtig geheilt. Das bringt ihr ganzes Gefühlsleben durcheinander. Ich gebe euch ein Beispiel. Vor einigen Jahren hatte ich einen entzündeten Fußballen. Wahrscheinlich von all den Jahren, in denen ich hier oben auf Stöckelschuhen herumgelaufen bin. Ich konnte die Entzündung nicht ignorieren, weil der Schmerz chronisch war. Und besonders schlimm war er immer, nachdem ich einen Vortrag gehalten hatte. Also ließ ich mir die entzündete Stelle entfernen. In letzter Zeit bereiteten mir meine Füße wieder Probleme, weil ich viel auf den Beinen war. So ein taubes, kribbelndes, brennendes Gefühl. Ich ging zur Ärztin und sie sagte mir unter anderem, Sie haben dort Narbengewebe. Und wenn man es nicht entsprechend behandelt, wachsen immer weitere Schichten Narbengewebe. Inzwischen haben sie so viele Schichten, dass es ihr Empfinden beeinträchtigt. Ähnlich haben viele von euch Dinge erlebt, die ihr nicht ganz von Gott habt in Ordnung bringen lassen. Und jetzt wächst sozusagen immer mehr Narbengewebe darüber, bis es dein Empfinden, deine Gefühle durcheinander bringt. Wer emotional labil ist, hat es ungemein schwer, gute Beziehungen zu führen. Man denkt nicht richtig, man fühlt nicht richtig und deshalb benimmt man sich auch nicht richtig. Doch Gott möchte dich heilen. Und darum fordert er dich auf, seinem Wort mehr Glauben zu schenken als deinen Gefühlen und mehr als deinen Gedanken. Weißt du, was Gott von dir hält? So viele Menschen haben Probleme mit Selbstannahme. Doch Gott liebt dich.
Und er sagt, dass du wertvoll bist. Du bist so wertvoll, dass er seinen Sohn geschickt hat, um für dich zu sterben. Ja, er ist für uns alle gestorben, aber er ist auch für dich gestorben. Er ist gestorben und hat all das Leiden ertragen für dich und auch für sie, liebe Fernsehzuschauer. Und für dich und dich. Und ich bin überzeugt, er hätte es auch getan, wenn du der einzige Mensch auf der Welt gewesen wärst. Und er bietet dir eine enge Beziehung mit ihm an. Die Macht des Universums möchte mit dir leben. Er möchte mit dir sprechen, über dein Leben sprechen. Er erfüllt dich mit seinem Geist. Er schenkt dir Gaben und Talente und Fähigkeiten. Und du musst dich nicht selbst verachten oder nicht mögen oder hassen oder dir gar etwas antun, dich schneiden oder schlagen oder eine Essstörung entwickeln oder Drogen- oder alkoholabhängig werden, um deinen Schmerz zu betäuben. So musst du nicht leben. Du musst keine Glücksspiele machen oder einen Einkaufsfimmel haben oder dich ins Fernsehen flüchten oder depressiv werden. So musst du nicht leben. Aber dafür musst du ihn hereinlassen und ihm dein Durcheinander zeigen. Seinen Dreck wird man nicht los, indem man ihn unter den Teppich kehrt. Deswegen lade ich heute alle, die das nötig haben, dazu ein, Gott ihr Leben weit zu öffnen und zu sagen, wenn es sein muss, fessle mich an dich, lass mich nicht entkommen, tu in meinem Leben, was du tun willst. Ich weigere mich, so zu bleiben, wie ich bin. Ich möchte mich verändern. Ich bleibe nicht so, wie ich bin. Ich möchte mich verändern. Und sagt ihm, ich möchte nicht immer an mich selbst denken, was mit mir nicht stimmt und was stimmt. Wie ich im Vergleich zu anderen abschneide. Ich möchte mich selbst vergessen, weil ich es satt habe, immer an mich zu denken. Ich möchte jeden Morgen aufstehen und sagen, hier bin ich, Herr, wozu brauchst du mich? Hast du heute eine Aufgabe für mich? Ich möchte jemandem helfen. Ich möchte jemanden zum Lächeln bringen, Leute zum Lachen bringen. Ich möchte jemanden erbauen. Ich möchte aufhören mit dieser alten Leier. Was ist mit mir? Oder mit meinem großen Liebeslied, das ich immer gesungen habe. Ich denke immer nur an mich. Was für ein enges Leben. Kommt, spürt ihr hier auch das Feuer Gottes im Herzen brennen, wie ich heute? Möchtet ihr nicht auch etwas Besseres haben als solch ein niederes Leben? Ihr müsst Frieden mit euch selbst schließen. Nein, meine Roboternummer mache ich nicht, die kennt ihr schon. Na gut. Vor vielen Jahren wachte ich morgens auf, wie an jedem Morgen, während ich so im Bett lag, dachte ich einmal mehr an mich selbst. Wie ich alle anderen an dem Tag dazu bringen könnte, zu tun, was ich von ihnen wollte. Dass nie jemand was für mich getan hat, dass sich niemand um mich kümmert und ich dachte, was ist mit mir? Da knöpfte sich der Heilige Geist die Sache vor und sagte, du erinnerst mich irgendwie an einen kleinen Roboter. Es ist so, als ob der Teufel jeden Morgen in deinen Kopf springt und dich für den Tag aufzieht. Was ist mit mir? Was ist mit mir? Was ist mit mir? Und er sagte, dann stehst du auf und den ganzen Tag ist das dieselbe Leier. Was ist mit mir? 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 Irgendwann hielt ich es einfach nicht mehr aus, so zu leben. Ich möchte mich selbst auf ausgeglichene Weise lieben, aber ich will nicht ständig an mich selbst denken.
Wer will den ganzen Tag immer nur denken, ich? Schließt Frieden mit euch selbst. Könnt ihr heute Frieden mit euch schließen? Wer keinen Frieden mit sich selbst schließt, kann auch keinen Frieden in Beziehungen erleben. Weil man dann ständig wütend ist, sich an Dingen stört und Frust aufkommt. Je weniger du dich selbst magst, desto schneller wirft dich etwas aus der Bahn. Schließe Frieden mit deinen Fähigkeiten und deinem Platz im Leben und der Aufgabe, zu der Gott dich berufen hat. Wenn du nicht gut singen kannst, dann kannst du das eben nicht. Manchmal schaue ich mir die Begabung anderer an und denke, das ist nicht fair. Der kann nicht nur gut singen, der sieht auch noch umwerfend aus. Aber wisst ihr was? Egal, was ihr gerne machen würdet, ihr könnt nur das tun, was ihr tatsächlich könnt. So viele Menschen wollen bei einer Sache die Nummer 1 sein, sind aber die Nummer 2, 3 oder 4. Dann sind sie ihr ganzes Leben lang unglücklich, weil sie nicht an erster Stelle stehen. Wenn du die Nummer 2 bist, dann entschließ dich heute, dass du die Nummer 1 darin bist, die Nummer 2 zu sein. Dann bist du die Nummer 1, aber du bist die Nummer 1 in dem, was Gott von dir will und nicht, was du willst. Schließe Frieden mit deinen Oberschenkeln. Komm schon. Schließe Frieden mit deinen großen Füßen, deiner Nase oder was auch immer für einen Makel du meinst zu haben. Ich musste Frieden mit meiner Stimme schließen. Ich klinge ja nicht gerade wie eine liebe, zarte Lady. Die Leute denken, ich bin 2,5 Meter groß und vollständig behaart. Bei einer Veranstaltung in Chicago hielt ein Mann auf seiner dicken Harley neben mir an, als ich gerade aus dem Auto stieg. Das war ein großer, stämmiger Typ mit Tätowierungen und Leder. Und seine Zigaretten hatte er sich in den hochgekrempelten Ärmel gesteckt. Und dann sagte er zu mir, hey, Schwester, ich muss Ihnen was sagen. Hey, Son. Ich war ein echter Mann und ließ mir von keiner Frau etwas sagen. Das Problem war nur, als ich endlich schnallte, dass Sie eine Frau sind, hatte ich schon mein Leben verändert. Damals war ich nämlich nur im Radio und niemand konnte mich sehen. Und selbst heute noch sagen die Leute mir ständig, du bist viel kleiner, als ich gedacht hatte. Früher war ich über meine Stimme so verunsichert, aber ich habe mit ihr Frieden geschlossen. Als ich vor kurzem in Utah war, rief ich ein Kosmetikstudio an, um einen Termin für eine Gesichtsbehandlung zu bekommen. Und die Dame am Telefon fragte mich, was für eine Gesichtsbehandlung hätten Sie denn gern? Ich sagte es ihr, ich sagte ihr auch meinen Namen, Joyce Meyer. Sie sagte, haben Sie Gesichtsbehaarung? Ich dachte, ich habe Augenbrauen und Wimpern. Ich tastete mein Gesicht von oben bis unten ab und dachte, meine Oberlippenbehaarung habe ich mir gerade vor einer Woche mit Wachs entfernen lassen. Jeder hat doch ein bisschen Flaum im Gesicht. Also sagte ich ihr, die hat ja jeder ein bisschen. Sie sagte, nein, ich meine, haben Sie einen Vollbart oder einen Spitzbart? Es gab eine Zeit in meinem Leben, da hätte mich so eine Frage für die nächsten 2 Wochen aus der Bahn geworfen. Ich wäre so paranoid gewesen, dass ich am liebsten meinen Mund überhaupt nicht mehr aufgemacht hätte. Jetzt fand ich das einfach nur zum Totlachen. Dave und ich haben darüber eine halbe Stunde oder so gelacht. Wir haben uns richtig gehend
ausgeschüttet vor Lachen und ich sagte, oh, ich hoffe, dass sie die Frau ist, die mich behandelt. Und tatsächlich, ich bekam sie. Sie sagte, oh, es tut mir so leid. Kommt, ihr müsst mit einigen Sachen in eurem Leben Frieden schließen. Es ist Zeit, über eure Unsicherheiten und Ängste hinwegzukommen und euch nicht mehr an all den Müll eurer Vergangenheit zu hängen, an eurer alten Asche zu kleben. Bleib nicht in einem Moment der Vergangenheit hängen, in dem dir etwas passiert ist, was du jetzt nicht mehr ändern kannst. Du kannst es nicht ungeschehen machen, aber du kannst zurückgehen und vergeben. Und du kannst sagen, ich lasse meine Zukunft nicht davon bestimmen. Ich werde kein emotionales Nervenbündel sein. Ich werde Gott in jeden Bereich meines Lebens einladen und ihn tun lassen, was er möchte. Kommt, gebt Gott die Ehre. Wer sich bemüht, im Willen Gottes zu leben, kann emotionalen Frieden haben. Wenn Sie wirklich das wollen, was Gott möchte, wird Ihr Lohn Frieden sein. Römer 12, Vers 2 sagt uns, dass wir uns nicht der Welt anpassen, sondern uns durch die Erneuerung unseres gesamten Denkens verändern sollen. Wenn wir unsere Gedanken richtig ordnen, merken wir, wie sie sich auf unsere Gefühle auswirken. Und dann erleben wir, dass Gott es ernst meinte, als er sagte, ich habe einen guten Plan für dich. Wir sind hier mitten in Tansania, wo das Volk der Datoga lebt. Das erste Mal war ich vor über einem Jahr hier und die Zustände, die wir hier gesehen haben, waren absolut herzzerreißend. Es gab kein Trinkwasser. Die Menschen mussten stundenlange Fußmärsche auf sich nehmen, nur um etwas schmutziges Wasser zu bekommen. Es gab keine Bildung. Also haben wir uns gefragt, wie wir helfen können. Und nun sind wir wieder hier und haben gerade einen von 5 Brunnen eingeweiht, die wir gegraben haben. Und das sind nicht einfach nur Löcher im Boden. Die Brunnen sind mit solarbetriebenen Pumpen ausgestattet und haben jeweils ein Wassersammelbecken für 10.000 Liter. Wir haben auch eine Grundschule gegründet, die bis zur 5. Klasse geht. Das Leben dieser Menschen hier in Tansania hat sich total verbessert. Und ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Die Leute hier wissen das sehr zu schätzen. Und wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken und Ihnen Gottes Segen wünschen. Gewohnheiten haben Macht in unserem Leben. Zunächst entwickeln wir sie, dann aber kann es sein, dass sie uns immer mehr steuern. Doch das muss nicht sein. In meinem Buch Alles nur Gewohnheit werden Sie entdecken, dass Sie schlechte Gewohnheiten loslassen können, wenn Sie Ihr Leben mit einer guten Gewohnheit nach der anderen füllen. Mit Gottes Hilfe können Sie den Kampf gegen schlechte Gewohnheiten gewinnen und Ihr Leben in ganz neue Bahnen lenken. Lesen Sie selbst. Bestellen Sie Ihr Exemplar von Alles nur Gewohnheit im Internet unter www.joyce-meyer.de oder rufen Sie uns an unter 040 88 88 41111. Auch auf DVD. Bestellen Sie das ganze Set mit 2 Doppel-DVDs und Buch zum Sparpreis.